Wir melden uns heute vom Fondskongress in Mannheim im Jahre 2019. Ein Muss für Vermögensverwalter, Fondsmanager und auch Finanzplaner. Und das Branchenevent in jedem Jahr in Mannheim. Und natürlich auch wichtig für Aberdeen Standard Investments. Bei mir ist Professor Dr. Hartmut Leser, der Deutschlandchef. Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen am Stand sein dürfen. Sie haben mit der Fusion von Standard Life und Aberdeen bewegte Zeiten hinter sich, wenn ich das so sagen darf. Wofür steht denn aus Ihrer Sicht das neue Unternehmen? Also das neue Unternehmen steht eigentlich dafür, dass wir sehr viel größer geworden sind. Ja, wir haben ja unsere Größe ungefähr verdoppelt auf 650 Milliarden Euro. Sind jetzt Nummer 25 auf der Welt, gemessen an den Assets under Management. Sind Nummer 6 in Europa und sind von den aktiv managenden Ausländern in Deutschland die Nummer 3. Das ist ein großer Fortschritt für uns von der Marktstellung her. Im Grunde genommen sind es zwei Dinge, die noch eine Rolle spielen. Das eine ist, wir haben ja Economies of Scale oder Skaleneffekte. Dadurch, dass wir größer sind, können wir uns natürlich einfach eine bessere, eine Top-Ressourcenbasis, Top-Teams, Top-Technologie leisten, um im Wettbewerb mit den anderen Anbietern besser bestehen zu können. Ja, wir sind wettbewerbsfähiger geworden. Das andere ist, wir haben einfach jetzt eine vollständigere Produktpalette und können jetzt davon ausgehen, wo beide die Kräfte gebündelt haben, dass wir in praktisch jeder wichtigen Produktkategorie mit Top-Produkten, top-performenden Produkten an den Markt gehen können. Das gilt nicht nur für Aktien, für Renten, für Immobilien, das gilt auch für Multi-Asset-Produkte, das gilt für Private Markets und für quantitative Produkte. Also wir sind einfach besser aufgestellt jetzt. Was hat sich denn für Sie persönlich und Ihr Team in Frankfurt verändert durch die Entwicklung? Also das Team, ich sag mal so, am Standort Frankfurt, der ungefähr aus 100 Mitarbeitern besteht, zuständig für Deutschland und Österreich, hat sich nicht wesentlich viel geändert, Gott sei Dank. Was sich geändert hat, ist, dass wir von beiden Seiten die Vertriebsteams zusammengeführt haben. Das haben wir aber sehr schnell, sehr reibungslos und ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, auch sehr erfolgreich gemacht. Das zeigt sich unter anderem daran, dass das neue Vertriebsteam in der neuen Aufstellung jetzt das erste volle Geschäftsjahr gemeinsam hinter sich gebracht hat, nämlich 2018, das abgelaufene Geschäftsjahr. Und wir können sicher sagen, dass erstens die Kundenzufriedenheit mit unserer Betreuung besser geworden ist oder zumindest nicht schlechter als vorher. Die war vorher auch schon ganz gut. Und zweitens, dem Team ist es auch gelungen, in quantitativer Hinsicht ein sehr beachtliches Ergebnis in diesem Geschäftsjahr zu erzielen. Da sind wir also wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, Stimmung im Team ist sehr gut. Die beiden Teams, Institutional und Wholesale, sind sehr gut zusammengewachsen. Also ich glaube, da können wir sehr zufrieden sein. Was mich persönlich anbetrifft, hat sich am Zuschnitt meiner Aufgabe relativ wenig geändert. Ja, ich habe ja diese Doppelrolle. Einerseits bin ich CEO oder Vorstandsvorsitzender und Country Head des deutschen Standortes. Andererseits bin ich Head of Distribution. Also daran hat sich wenig geändert eigentlich. Was ich sagen kann, ich bin natürlich sehr stolz drauf, für einen der größten Asset Manager auf der Welt zu arbeiten, in dem sehr, sehr attraktiven deutschen Markt für Fondsgeschäft und das mit einer Produktpalette, die sehr wettbewerbsfähig ist. Also ich glaube, für mich hat sich die Situation eigentlich verbessert gegenüber vorher. Wie sieht es jetzt von Produktseite aus? Wo gab es Ergänzungen und wo mussten etwaige Redundanzen abgebaut werden? Was man sagen kann, ist, das Grundkalkül dieser Fusion beruht auf zwei Dingen. Das eine sind die Skaleneffekte, ja, die uns sicher wettbewerbsfähiger und stärker machen. Das habe ich gerade vorher angesprochen. Aber auch eine große Komplementarität dieser beiden Produktwelten, die jetzt zusammengeführt worden sind. Beispielsweise war Aberdeen immer schon sehr stark in Aktien, in Emerging Markets, in institutionellen Immobilienprodukten, ja, beispielsweise im Wohnungsbereich. Und die Stärke, die eingebracht worden ist von Standard Life, war Fixed Income, aber auch die Multi-Asset-Capabilities, wie wir das so schön bezeichnen. Und dadurch, dass da diese große Komplementarität da war, haben wir zwar Redundanzen in vielen anderen Bereichen, Backoffice und so weiter, aber nicht bei den Investment-Teams. Das hat insgesamt dazu geführt, dass wir gemessen an der Größe dieser Fusion relativ wenige Redundanzen und Veränderungen in den Produktteams haben und in der dort zugrunde liegenden Technologie und auch eigentlich in der und auch relativ wenige Änderungen eigentlich in den Investmentphilosophien und Investmentansätzen, sodass wir
trotz dieser relativ großen Fusion für uns, die wir sozusagen an der Frontier vorne beim Kunden tätig sind und unsere Produkte anbieten, auf eine relativ große Stabilität in den Teams, in den Investmentansätzen zurückgreifen können, was ungewöhnlich ist für eine Fusion, so kurz nach der Fusion, aber was uns natürlich sehr hilft im Gespräch mit den Kunden. Der Blick nach vorn. Was steht an in diesem Jahr, Herr Professor Leser? Welche Themen und Produkte stehen für Sie ganz oben auf der Agenda? Wie jedes Jahr haben wir auch natürlich zu Beginn dieses Jahres überlegt, was sind die Produkte, die wir in den Fokus stellen wollen. Wir haben uns davon zwei Kriterien leiten lassen. Das eine ist, welche Produkte werden überhaupt nachgefragt? Ja, wo ist die größte Nachfrage da? Das hängt so ein bisschen davon ab, von der Anlagementalität. Es hängt aber auch natürlich davon ab, wie die Lage an den Finanzmärkten ist. Ja, niedrige Zinsen beispielsweise. Das ist eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, mit welchen Produkten sind wir in diesen Bereichen besonders wettbewerbsfähig. Das hat dazu geführt, dass wir getrennt nach Wholesale und nach Institutional Business zwei verschiedene Arten von Schwerpunkten haben, zwei verschiedene Arten von Fokus. Im Wholesale-Bereich legen wir sehr großen Wert auf Small Caps. Ja, da haben wir sehr große Capabilities, wie es so schön heißt. Und zwar sowohl bei regionalen Produkten, also Japan beispielsweise, Emerging Markets, Europa. Aber wir haben auch ein Small Cap Aktienprodukt, was global aufgestellt ist, mit hervorragender Performance. Und wir glauben, dass da eine große Nachfrage ist. Da hat ein Kollege von mir heute hier auch einen Vortrag gehalten. Wir haben zweitens in den Vordergrund gestellt China A-Shares. Das ist noch ein Nischenthema. Es ist praktisch ja ein neues Marktsegment bei chinesischen Aktien, die für Ausländer bisher nur sehr bedingt zugänglich waren. Da sind wir sicher in diesem Nischenprodukt immer noch einer der Marktführer oder wahrscheinlich der Marktführer, sind da am weitesten voran. Nicht vom Volumen her, aber von den Ansätzen, von der Ressourcenausstattung. Das wollen wir sehr stark ausbauen im Wholesale-Bereich. Und natürlich das Thema Multi-Asset, ja, was in Deutschland, glaube ich, ein großes Potenzial hat, weil es einfach darum geht, mit dem geringstmöglichen Risiko den stabilstmöglichen Ertrag, Ausschüttung zu erzielen. Und auch da sind wir ganz gut aufgestellt. Im institutionellen Bereich ist es ein bisschen einfacher, weil wir da einfach auf die Bausteine bauen, die wir auch in den letzten Jahren schon hatten. Das ist einmal Fixed Income, da sind wir sehr gut aufgestellt in allen Kategorien, also etablierte Volkswirtschaften genauso wie Emerging Markets. Das ist das institutionelle Immobiliengeschäft, was sehr, sehr, sehr gut läuft. Und wir wollen natürlich nach wie vor auf die altbewährte Expertise im Bereich Emerging Markets aufbauen, sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich. Das waren die Schwerpunkte sein in diesem Jahr. Und darüber hinaus, wo sehen Sie Aberdeen Standard in 5 Jahren? Wagen Sie den Blick in die Glaskugel? Ja, ich würde sagen, es ist mehr als ein Blick in die Glaskugel. Ich glaube, dass wir in 5 Jahren zu den 10 größten Asset Manager der Welt gehören. Ich habe ja vorher gesagt, wir sind jetzt Nummer 25. Wir wollen einstellig sein, ja, vom Ranking her. Ich glaube, dass wir das auch schaffen. Wir sind gut in Fusion, wir sind gut im Kauf, wir sind auch gut im organischen Wachstum. Was Deutschland anbetrifft, wollen wir natürlich weiter wachsen. Wir wollen unsere heute schon sehr starke Position im institutionellen Bereich weiter ausbauen. Ja, Position halten, aber auch natürlich den Marktanteil weiter ausbauen und dort wachsen. Aber wir werden auf jeden Fall im Wholesale-Bereich, wo wir noch ein relativ großes Potenzial, noch ungenutztes Potenzial vor uns liegen haben, mit Volldampf das versuchen zu erschließen und uns da stärker als in der Vergangenheit drauf zu fokussieren. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg dabei auf diesem Weg. Schön. Und natürlich hier noch gute Gespräche auf dem Fondskongress in Mannheim, meine Damen und Herren. Das war Professor Dr. Hartmut Leser, Deutschlandchef von Aberdeen Standard Investments. Gute Zeit hier noch. Herzlichen Dank. Danke.